Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr und ja, heute werde ich euch mal zeigen, wie man ganz einfach und kostenlos Zielscheiben für Nerf Blaster macht. Also Zielscheiben, wo ihr dann mit eurer Nerf drauf schießen könnt und Zielschießen machen könnt. Und ja, wie gesagt, kostenlos. Ihr braucht dazu einfach so ein Stück Styropor. Ist meistens auch bei Verpackungen und sowas, findet man das oft. Wenn irgendwas verpackt ist, ist das oft dabei. Schmeißt man normalerweise weg. Das könnt ihr dann aber jetzt hier nehmen. Dann braucht ihr noch ein Messer zum Schneiden und alte CDs. Dazu könnt ihr einfach mal an den Musikschrank von euren Eltern gehen. Einfach mal ein paar CDs mitnehmen. Das wird denen vielleicht nicht gefallen, aber naja. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man die macht. Und zwar, wir haben jetzt hier schon mal so einen schönen geraden Block. Bei anderen Stücken müsst ihr vielleicht erst noch den Block gerade schneiden. Aber ja, so, als erstes halbiert ihr diesen Block erstmal so. Einfach einmal durchschneiden. Dann könnt ihr das auch brechen. So. Ist jetzt gerade ein bisschen schief geworden, aber das macht nichts. Das geht auch so. Und ja, wenn ihr dann so zwei Hälften habt, schneidet ihr, jetzt bei mir zum Beispiel, schneiden wir jetzt nochmal viermal hier so rein, dass wir recht kleine Stücke haben, damit wir auch so viel wie möglich aus so einem kleinen Stück rauskriegen. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wie groß die Stellklötze sind. Sie sollten aber nicht zu groß sein, damit das auch noch umfallen kann, wenn man dann mit den Nerf Darts drauf schießt. Und ja, wir schneiden jetzt hier nochmal kleine Stücke draus. So, jetzt haben wir schön kleine 8 so Aufsteller. Manche sind jetzt hier ein bisschen kleiner, aber das sollte noch funktionieren. Wie gesagt, nicht zu groß und auch nicht zu klein, aber so geht das noch. Und ja, dann nehmt ihr euch einen so einen Block. Ihr müsst gucken, die Unterseite sollte auf jeden Fall schön gerade sein, damit das auch stehen bleibt und nicht einfach so direkt umkippt mit der CD, obwohl man noch gar nicht geschossen hat. Und ja, dann nehmt ihr euch diesen Block und schneidet dann hier in die Länge auch nochmal ein Stückchen rein. Also nicht komplett durch, nur ein Stück, damit ihr die CD dann da reinstellen könnt. So. So. Und dann könnt ihr einfach die CD da reinstecken. So. Und so sieht das dann fertig aus. Wenn er das dann hinstellt, bleibt es schön stehen. Und wenn man dann mit den Nerf Darts da drauf schießt, fallen sie dann einfach um. Und dann, wenn man erneut schießen will, stellt man sie einfach wieder auf. Und ja, so macht man schnell und kostenlos ein paar Nerf-Zielscheiben. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter gemacht und habe jetzt hier insgesamt 15 Zielscheiben gebaut. Alle nach demselben Prinzip natürlich. Und ja, die reichen jetzt auch erstmal für den Moment. Und wir werden dann jetzt auch nochmal ein paar Nerf-Darts auf die selbstgemachten Zielscheiben schießen. So Leute, wir haben jetzt mal die selbstgebauten Zielscheiben hier aus den CDs mal draußen aufgebaut. Hier, kleinen Schießstand. Und wir werden jetzt mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Vorausgesetzt natürlich, ich bin kompetent genug, um zu treffen. Werden wir mal ausprobieren hier. Ich habe meine Strong Arm dabei und gleich auch noch die Commander. Mal gucken, was wir hinkriegen. Und da ist das erste Ding weg. Ach ja. Ah. Oh, die fliegen aber ganz schön hoch irgendwie.
ein bisschen sehr hoch. Da muss man wirklich tiefer ziehen. Boah. Die drehen ganz schön ab. Zack. Ah, knapp vorbei. Also, oh nee, einmal ist nicht drin. Also man muss schon gut ziehen. Also die, manchmal gehen die so weit drüber. Da weiß ich nicht warum, aber naja. So, ich habe jetzt nochmal nachgeladen und ihr seht ja, die Pfeile verziehen ein bisschen. Aber das liegt jetzt natürlich nicht an den Zielscheiben, das liegt eben an den Nerf-Pfeilen. Die sind natürlich nicht so präzise wie echte Waffen. Mit echten Waffen kannst du natürlich ganz präzise schießen, aber Nerf-Pfeile, die fliegen natürlich durch den Wind und dann drehen die natürlich manchmal ab. Wir gehen jetzt mal einfach mal ein bisschen näher ran und gucken. So. Mit meinen Gedanken habe ich so umgeschmissen. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt der Wind. Das ist natürlich dann, wenn jetzt ein Windstoß kommt, dann fliegen die natürlich auch mal so um. So, drei sind noch da. Zack, der nächste. Ja, das ist dann natürlich Pech. Ich werde die jetzt noch mal eben kurz aufbauen. So, wir haben jetzt einmal den Schießstand umgebaut. Hier seht ihr ja, wir haben ihn jetzt einmal dahin gestellt, weil der Wind kommt von da. Wir haben ihn einmal in Windschatten gestellt, damit die jetzt nicht mehr so umfallen durch den Wind. Machen wir das Ganze nochmal. Direkt ein Doppeltreffer. Ach, genau in die Lücke. Zack. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5 Stück getroffen. Da hat es schon mal besser funktioniert als gerade. Ja, und so baut man eigene Schießziele aus ein bisschen Styropor und ein bisschen und aus ausrangierten DVDs. Und jetzt zeige ich euch auch noch mal eine andere Möglichkeit. Ich werde mal eben kurz einsammeln, hier einmal wegtun. Dann zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit, woraus ihr noch einen eigenen Schießstand bauen könnt. So. Und zwar sind das Milchtüten. Die habe ich da hinten schon liegen. Aus denen kann man auch einen schönen Schießstand bauen. Das sind einfach gesammelte Milchtüten, leere Milchtüten, die wir jetzt noch gesammelt haben. Und daraus werden wir jetzt auch nochmal einen Schießstand bauen. Ja, ich werde das mal eben aufbauen. So, der Schießstand aufgebaut. Milchtüten sind da. Und ja, gucken wir mal, wie das da funktioniert. Genau durch. Numero uno. Numero doce. Numero drei. Das hat auch schon mal gut geklappt. Ja, und das sind schon mal zwei Möglichkeiten, wie man sich selbst für Nerf einen kleinen Schießstand zu Hause selber aufbaut. Falls ihr selber noch Ideen habt, wie man das noch anders machen könnte, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls da gute Ideen dabei sind, können wir das ja auch nochmal machen. Und ja, sonst würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.